So, Leute. Willkommen zurück. Weiter geht's. Ich weiß nicht, darf ich jetzt überhaupt noch mit einem Raketenwerfer schießen? Ich wurde ja direkt aus dem Spiel entfernt. Keine Ahnung, ob das daran nach. Ich meine, wozu sind sie sonst da, ne? Ja, wär ja gemein. So, immer schön geradeaus. 3000 das Meter noch. Hin. 3000 Meter, alter Schwede, das ist eine Entfernung. Männchen fußen immer noch so blöde rum. Gib mal Gummi, Daniel. Das ist schon das Schnellste, was ich fahren kann. Ich habe ja keinen Panzer. Tja, ich schon. Nach links von uns ist der Airport wieder. Hm. Weil es gibt Missionen, da steht dann MV22 oder sowas oder M17. Ja, das sind dann, ist dann das Flugzeug mit dem M, ne? Das MV22 ist das Flugzeug und MI17 oder M117 oder so ist dann der Heli, der dicke. Mhm. Mit den zwei Propellern. Ja, da wo wir jetzt, da stand ja irgendwas Bandit, Heli, irgendwas. Da gibt's einen Heli, glaube ich. Warte mal kurz auf dich. Wo bist du denn hin? Ach, da kommt er. Du dirigierst? Ach, immer noch querfeldein, nicht die Straße nutzen? Hm, fahr mal den Zaun hier um. Oder, naja, brauchst nicht. Kann auch drum rumfahren. Ja, jetzt bin ich... Ah, oh, jetzt ist mein Spiel schon wieder so laut. Ich hoffe, das macht nix. Ich lasse das jetzt aber mal so, weil ich glaube, die restlichen Folgen war das ein bisschen zu leise. Noch 1500. Ehrlich? So schnell? Mhm. Ist ja gut. Ja, der hustet immer noch. Hm. Hör auf zu husten! Ich hab's dir nicht erlaubt! Wie weit noch? 1100. Oh, geil! Hoffentlich steht da kein Heli, weil sonst darf ich nicht schießen. Ein Raketenwerfer. Hm. Aber du kannst sie alle umfahren, du bist ja gepanzert. Ja, meine Reifen aber nicht. Oh. Die setzen mich dann da fest und dann komme ich nicht weg. Da steht ein Heli. Ja, da ist es so. Da ist ein Heli! Ich baller sie alle um. Ich fahre sie um. Oder wurde mir gerade irgendwas angezeigt? Hoffentlich ist der nicht kaputt. Willst du hinten bleiben? Weil dich schießen sie sonst aus dem Auto. Ja. Meinen, sonst sind sie noch 500 Meter? Ach so, da vorne sind sie schon. Das sind andere Spieler. Das kann passieren, ja. Was machen wir jetzt mit denen? Keine Ahnung. Schieße ab. Ah, oh, ich wurde schon wieder aus dem Spiel entfernt. Ach du Scheiße. Ah, ist gleich. Da liegen Haufen rum. Ja, ich sehe aber keine anderen jetzt mehr. Die sind doch auch mit so einem Panzerwagen gefahren oder so, ne? Genau, der ist links weggefahren. Ja, ich komme jetzt wieder. Ich versuche mir jetzt einfach den Heli zu schnappen. Und dann weg da, weißt du? Dann drehe ich hier nochmal schnell eine Runde. Oh, hier steht ein Golf. Aber der ist sau langsam auf Rasen. Das hatten wir schon mal. Ja, warte mal, wenn ich nicht schießen kann, dann kann der andere doch auch nicht schießen, oder? Wolltest du schießen und bist wieder rausgeflogen? Ja. Ja, dann kann der auch nicht schießen. Deswegen haben sie die wahrscheinlich alle überfahren. Wahrscheinlich darf man jetzt von den Panzern jegliche starken Dinger nicht mehr nutzen. Das ist aber Quatsch, ey. So, ich bin hier mal hinterm Stein in Deckung. Da kommt aber auch kein anderer mehr zum Heli.
Okay. Also ich sehe keinen. Ein Franzose schleicht hier hinterm Stein. Also ein Zombie-Franzose. Ja, warte, sobald ich komme, dann... Hoffentlich ist der Heli voll und in Ordnung. Oh, komm, kann ja auch sein, kann ja auch sein, dass die nur die Soldaten da durchsucht haben, wegen Waffen. Und dann abgehauen sind, weißt du? Weil sie gar kein Heli fliegen können. Kann auch sein. So, gleich dürfte es bei mir soweit sein. Aber ich finde das unfair, dass man gleich vom Spiel gekickt wird. Ja, ist blöd. Komm, komm. Komm, lass schneller. Komm schon, komm schon, komm schon. Hm. Oh, ich habe ein Problem. Ich bin im Auto gespawnt. Ja. So, ich bin wieder da. Hab ich gesehen. So Leute, bei mir geht's weiter. Ich bin wieder da. Jetzt können wir voran. Jetzt mal kurz hier hin. Weil da ist eine Waffenkiste. Oh ja, da sind Waffen. Da sind Waffen. Merz mit Makarov SD. PDW. Gib mir die PDW. Ist auch so eine Kiste. Oh. Hier ist eine DMR. Ist eine Munition, ist hier auch drin. Hast du den Motor angelassen? Nö. Kann ich eigentlich jetzt hier die Stanger SD nutze ich ja gerade. Kann ich auch die andere Stanger normal nutzen? Warte, du stellst nee, ne? Ich weiß es nicht. Nee, ne? Aber die Leichen haben auch gute Waffen. Kann man sich ja gar nicht entscheiden, was man nehmen soll. Oh, Verbandszeug. Schmerzmittel. Bräuchte aber ein bisschen DMR-Munition. So, ich habe mir mal eine Makarov SD genommen. Ja, ich nehme ja auch eine Zweitwaffe mit. Na, ich habe ja noch eine Zweitwaffe im Rucksack. Na gut, das reicht. Bisschen Standard-Munition. Ja, die kann ich ja nicht nehmen, weil ich die SD nehme. So, hast du den Hubschrauber schon geprüft? Nee. Muss aber auch noch hier. Hier ist noch so eine Kiste. Ach so, ist da vielleicht. Und aber auch keine Granaten, ne? Oh, hier ist meine Lieblings-Sniper drin. Gibt's da auch Munition für? Also ich schaue jetzt im Heli nach, ob der flugtauglich ist. Flugtauglich. Bleib mal bei meiner. Der Motor ist rot. Und? Heißt das, es fliegt nicht, oder was? Weiß ich nicht. Setz mir meine Markierung. Ne, es fliegt nicht. Nein! Schade. Wie viel Sprit hatte dein Panzer noch? Ja. Genug, warum? Nein, weil das Auto hinten nicht mehr allzu viel hatte. Jetzt bin ich genervt. Für nix und wieder nix. Was hatten denn die da für Waffen dabei? Gucke lieber, ob die irgendwo, der hat hier Schmerzmittel, Verbände. Antibiotika wäre ganz nett. Ich nehme mal noch zwei Verbände mit. Der hustet immer noch. Messer hat der hier eh noch, wenn du brauchst. Ja, der hier auch. Musst du mal gucken, was du noch. Kann ich mir ein bisschen DMR-Munition klauen? Der hat auch nur die. Hat hier keiner Antibiotika? Scheinbar. Aber schau mal, da hinten ist noch eine Kiste. Hat eine AK. Vielleicht ist da das ganz gute Zeug drin. Ja, die haben alle nur Schmerzmittel. Oh ja, hier sind noch ein paar Waffen.
MR-Munition. Eine Splittergranate, die nehme ich mit, das ist meine. Hä, wo bist du? Hä? Ja, dann packe ich mir für den Notfall noch eine Waffe rein. Wieder? Der hat eine Schrotflinte. Ne, die haben alle nur Schmerzmittel. Schade um den Heli, das hätte gut Geld gegeben. Oh ja. Der braucht ja nur einen neuen Motor. Ja, wo kriegt man den? Das ist eine gute Frage. Wo bist du? Ach, da ganz hier. Hinten. Nee, nee. Ich bin wieder bei dir. Bleib mal stehen. Was denn? Na, ich will mal freundlich. Ach so. Kann ich gar nicht. Ich auch nicht. Vielleicht sind wir das schon. Blut kann ich dir schon wieder geben. Ja, ja, weil ich ein bisschen durchs Gehuste was verliere. Also schießen darf ich nicht mehr. Aber ich hätte gern den Heli mitgenommen. Schieß nicht. Nee, nee. Hast ja gesagt. Solange er rausfliegt. Das lasse ich doch mal lieber. Oh, ich habe jetzt wenigstens eine Karte. Ja, schön. Ja, bald ist ja Restart. Ja, dann haben die Ochsen, die vorhin die alle platt gemacht haben, die haben dann den Heli zerstört. Scheinbar, ne? Ja, deswegen sind sie abgehauen und nicht wiedergekommen. Was wäre Ärsche? Aber ich glaube, den hätten wir gar nicht verkaufen können, weil der MGs dran hat. Meinst du? Ja, es war ein Militärheli, ist klar. Aber warum sollte man den dann durch eine Mission kriegen, wenn man den nicht verkaufen könnte? Ja, die wollen das ja noch hinzufügen, haben sie gesagt. Vielleicht haben sie es ja auch schon hinzugefügt, deswegen darf man vielleicht nicht mehr schießen. 10 Minuten ist Reset. Ja, das heißt, wir schaffen eh nicht mehr viel. Dann schaue ich doch wenigstens mal nach, ob wir das jetzt verkaufen können. Ne, ich glaube, Panzerwagen konnte man nicht verkaufen. Ja, so ist ja auch mein Wissen noch. Ja. Und vielleicht hat sich das geändert. Das wäre schön. Hallo? Herr Händler? Da. So, Military Unarmed. Ne. Nur... unbewaffnete Scheißzeug da. Ja, nicht schießen. Ja, nicht schießen. Ja, aber es ist aber ein bisschen blöd, dass man nicht schießen darf. Bin ich doof. Ja, was wollen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir weitersuchen. Müssen wir weitersuchen. Ja. Denn nur die Flugzeuge eignen sich so wirklich zum Verkaufen, weil ich habe keine Lust, die wegen jedem zweiten Auto da anzuhalten. Ja, das stimmt. Abzuschleppen, mitnehmen. Oh. Ja, wenn man es überhaupt abschleppen kann, ich weiß das gar nicht. Weißt du was, wir fahren jetzt mal hier entlang. Durch die Walachei. Denn bekanntlich gibt es in der Walachei immer das Zeug, wo die Leute nicht waren und so. Genau. Aber es bedeutet, wenn dann jetzt gleich Reset ist, dass dann eventuell ein Flugzeug dabei rausspringen könnte. Mhm. Weil dann ist ja alles wieder neu und so. Ja, das stimmt. Der Server war ja 3 Stunden on. Wäre halt schade, wenn wir nichts finden. Stellst du mal den Safe hier auf? Genau hier, bei den Bäumchen? Such eine schöne Stelle. Da bleiben wir dann hier, oder was? Nee, nee, nur um zu gucken, ob der Safe auch wirklich hier bleibt. Nein. Wir können ihn danach hier wieder mitnehmen. Kannst du ihn ja auch gerne rausholen aus dem Rucksack. Okay. Ich brauche aber auch deine Toolbox. Ja, musst du nehmen. Ach so, die muss ich erst im Rucksack packen. Ganz genau. So. Das andere Ding hast du ja, ne? Dieses Werkzeug. Dingens. Ja, ich denke schon. Wo ist denn das Safe? Weiter oben. Und wir sollten erstmal deine Krankheit versuchen. Quatsch. Irgendwo.
So, ich stell den jetzt hier hin. Hauptsache, du merkst auch, dass er hier steht. Ja, ja, wir wollen bloß nach dem Reset gucken, ob der noch da steht. Mehr will ich gar nicht gucken. Ach so, bleiben wenn wir jetzt. Wenn er nach dem Reset da steht. Bleiben wir jetzt hier, ja. Ja, wir warten den Reset jetzt ab. Hm. Ich muss den eh erst noch platzieren. Ja, komm schon. Da. 7624. 7624, 7624, 7624. Oh Gott, ich muss mir das merken. 7624, 7624, 76, die 2 und die 4. Ich hab's mir aufgeschrieben. So, ich pack mal eine Taschenlampe rein und ein PDW-Magazin und einmal M24 5 Schuss. So, safe abschließen. Ihr Safe wurde abgeschlossen. So. Da hinten kommt ein Zombie. Ja, endlich. Hat jetzt gedauert. Aber ich packe mir meine andere Waffe aus, weil brauche ich jetzt nie so eine gute Waffe. Die brauchen wir nur, wenn du auf Entfernung machst. Oh, mit einem ACOG-Visier schon mal. Kann ich ja, auch ganz weit schießen. Hab ich auch, ja. Oh, jetzt tut er noch hier wackeln und husten und... Oh, komm. 7 Meter, ein BRDM-2. Ja, 7 Meter, das ist das Fahrzeug von uns. Achso, das ist okay, 7 Meter von mir entfernt. Hinter dir! Nicht bewegen! Da ganz hinten ist noch einer auf dem Berg, siehst du? Wow, Alter! Hast du mich erschreckt? So, Leute, 5 Minuten ist Restart. Hier können wir uns ausloggen eigentlich. Ja, ne? Ja. Neben den Safe. Ey, ich kann mich nicht neben dir ausloggen. Ey, hier sind auf einmal voll die Spieler drauf, es geht ab. Aber alles Russen. Also nicht gegen Russen, ich bin selber aus der Ecke, aber aus der Ecke. Bekanntlich nicht die freundlichsten Mitspieler. Ja, das kennt man. Wir haben nicht in Arme, so, dann können wir hier auch einen Schnitt machen, wa? Wieder? Jo, dann machen wir hier einen Schnitt und sagen danke fürs Zusehen. Wir sind im nächsten Part zu Daisy Epoch. Macht's gut, Leute, und tschüss. Tschüssi.